Schon wieder nicht jugendfrei, Mann! Bitch, you make they me call girl. Me Superman. Big tall hoes in a single bound. I'm single now. Got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal etwas anderes. Und zwar das noch nicht wirklich ein Spiel. Das ist eine Website. Und zwar der Akinator. Also, die liest halt sozusagen deine Gedanken. Du musst dir die Fragen beantworten. Und dann weißt du ja, an wen du denkst. Oder was halt nicht. Also entweder weiß er oder weiß nicht, je nachdem so. Meistens weiß er es aber. Hier auf jeden Fall steht erstmal, hallo, ich bin Akinator. Um neues Spiel zu beginnen, klicke auf Spielen. Und da Frage Nummer 1. Ist deine Figur männlich? Also es ist einfach gucken, an wen kann man mal suchen. Wir suchen am vielleicht erstmal mich. Ob ich da schon drin bin, ich glaube eher nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Und weil es wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, die Fragen zu beantworten, weiß ich nicht, könnte sein, deswegen. Mach einfach so, dass ich das relativ schnell schneide, dass da nicht so viele passive Fragen hier. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie was Gutes wird. Ich probiere es einfach mal aus. Und wenn ihr davon noch mehr wollt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es in einer Bewertung. Ist deine Figur weiblich? Nein. Kommt deine Figur aus Deutschland? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin ja nicht bekannt geworden, richtig durch YouTube. Aber ich mache ja auf YouTube Videos. Und ein paar kenne ich auch nur durch YouTube. Die meisten kennen mich auch so, aber wahrscheinlich nicht. Dann, ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Hätten wir es nicht eben schon? Oder so ähnlich jedenfalls, nur eben unberühmt und bekannt und ich wahrscheinlich wieder nicht. Dann, kennst du deine Figur aus dem Fernseher? Nein. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Schon wieder eine YouTube-Frage. Wieder das gleiche. Ist deine Figur älter als 18? Nein. Ist deine Figur real? Ja, ich denke schon, dass ich real bin. Dann, spielt deine Figur Minecraft? Ja, tue ich. Fängt der Name deiner Figur mit A an? Nein, mit Q. Kennst du deine Figur schon seit deiner Geburt? Ja. Ist deine Figur ein Erzengel? Nein, ich bin kein Erzengel. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Ja. Kommt deine Figur aus Hamburg? Nein. Kannst du deine Figur jeden Tag sehen? Theoretisch schon, ja. Ist deine Figur blutsverwandt mit dir? Ja. Repariert deine Figur etwas? Gerade nicht, aber ich habe schon was repariert. Keine Ahnung. Ist deine Figur mit Paluten befreundet? Nein. Macht deine Figur Littles Pet Shop Videos? Nein. Macht deine Figur Parodien? Nein. War deine Figur mit dir im Kindergarten? Ja. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Nicht rein Minecraft, aber auch Minecraft. Also weiß ich. Ist deine Figur Englisch? Kann Englisch sprechen, aber ich bin nicht Englisch, nö. Kennst du deine Figur besser als alle anderen? Kann sein. Ja. Nein. Nein. Dein Schatten? Meine Figur ist nicht in dieser Liste. An wen denkst du? Abschicken. Offenbar kenne ich deine Figur noch nicht. Um die Figur hinzuzufügen, bestätige bitte den Namen. Name, Beschreibung, YouTuber. Ja, YouTuber reicht erstmal. Dann abschicken. Bravo. Wir spielen das direkt nochmal. Deine Figur männlich. Kurz die Fragen beantworten. Day 2. Ja. Schon wieder nicht jugendfrei, Mann. Day 3. Willst du mich verarschen? Schon zum dritten Mal nicht jugendfrei. Day 4. Nein. Dein Schatten. Nein. Moment. Nein. Guck mal, ob ich eine Liste bin. Den Namen eingeben. Da bin ich. Hier die Liste. Ich habe Quatschkopf eingegeben jetzt und diesmal findet er mich hier und ich bin Quatschkopf YouTuber. Ich drauf. Bravo. Ja, okay, man kann mich nicht finden, aber vielleicht kann man was anderes von mir finden, ich weiß nicht. Vielleicht, was kann man denn nehmen? Ich habe eine Idee. Ich hole mir jetzt eine Klopapierrolle und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment. 12 seconds later. Okay, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir kurz die Klopapierrolle hier. Ja. Gut, so, jetzt fangen wir erstmal an hier. Ist deine Figur weiblich? Weiß man nicht. Nein, ist kein Mensch. Nein, glaub nicht. Tier. Tier ist es nicht. Ist aber. Nein. Gehört deine Figur Concraft da? Natürlich direkt wieder hier. Er will wahrscheinlich wieder auf Ukulele, Baloo oder Vitello raus. Aber wir haben hier. Wir brauchen auch einen Namen für die Klopapierrolle. Heinrich die Klopapierrolle. Das ist doch die Idee. Dann haben wir jetzt Heinrich die Klopapierrolle und dann. Moment, ich hab eine echte Idee. Es ist vielleicht ein bisschen Concraft danach gemacht, aber. Egal. Also, jetzt mach ich die Augen. Und jetzt noch einen Mund. Gut. So, ein schöner Mund und schöne Augen. Perfekt.
habe ich die Klopapierrolle fertig. Jetzt müsst ihr die eigentlich noch vorstellen können. Deswegen kommt jetzt ein kleiner Trailer von Heinrich der Klopapierrolle. Das ist Heinrich und die stellt sich Heinrich einfach mal vor. Dann sehen wir uns gleich nach dem Trailer wieder und wir beantworten die Fragen hier weiter. Hey Tag, ich bin Heinrich. Ich bin Klopapier. Und wie jedes andere Klopapier verbringe ich die meiste Zeit des Tages, damit im Badezimmer abzuhängen. Wenn es Nacht wird, mache ich mich aber auf den Weg ins Bett und schlafe. Am nächsten Tag muss ich früh aufstehen und mich wieder ins Badezimmer hängen. Ja, so sieht es eigentlich aus. Auf jeden Fall ein toller Trailer. Ja, vielleicht ein kleines bisschen dummer, aber naja. Bisschen gestört vielleicht auch. Weiß ich nicht. Okay, ich habe auch mal direkt ein Foto gemacht, wie der hier das aufnimmt. Das ist auf jeden Fall toll geworden, so. Und ja, gehört, deine Figur Kongcrafter. Nein, hat deine Figur Beine? Nein, keine Beine. Dann, kleiner 3 Meter ist der schon, ja. Aus dem Spiel ist der aber nicht. Wohnt deine Figur im Haus neben dir? Nein. Hat deine Figur etwas mit Technologie? Nee, technologisch, eine Klopapierrolle. Ist deine Figur braun? Aber Heinrich ist eher weiß, also nö. Hat deine Figur Augen? Natürlich hat Heinrich Augen. Also ist deine Figur weiß? Ja, hab ich gerade schon gesagt, okay. Kann deine Figur fliegen? Ja. Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Sie wird durch YouTube bekannt. Aber nicht wirklich bekannt. Aber bekannter als jetzt. Ja, also... Eigentlich wurde sie durch YouTube bekannt, aber es sind auch nicht so viele Leute, dass sie bekannt wird. Also weiß ich jetzt nicht. Dann spricht deine Figur Deutsch. Spricht gar nichts eigentlich, aber ja. Hat man im Trailer gehört? Das war auf jeden Fall Heinrich. Hat deine Figur etwas mit Nahrung zu tun? Wenn man dann fertig verdaut hat, vielleicht... Aber nö, eigentlich nicht so wirklich. Deine Standardfigur aus dem Internet? Nein. Aus dem Supermarkt? Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Nein. Ist deine Figur in einer Kinderserie? Nein. Ist deine Figur aus Stoff? Nein, das ist eher Papier. Und sprechende Tassen? Nein. Nein. Waldgeist? Was? Sprechende Schuhe, alles klar. Taucht nicht auf. Dann den Name von der Figur, natürlich Heinrich, abschicken, nicht eine Liste, das Klopapier, abschicken. So, ich habe mal auch Heinrich eingerichtet, aber naja, muss ja nicht, also jetzt, ja okay, Heinrich wurde nicht gefunden, jetzt ist er traurig. Dann muss ich auch schon sagen, das war's dann erstmal für diese Folge und ihr könnt mir dann auch mal mit einer Bewertung zeigen, ob dieses hier ankommt, wenn ich Akinator mache. Und ja, spielt auch mal am besten Heinrich und mich und dann können wir vielleicht besser gefunden werden. Und dann können wir noch einen zweiten Teil dann machen. Ja, und nächstes Mal kommt dann auch ein Spiel, was also ein richtiges Spiel auf dem Handy mal wieder. Ich hab schon ein bisschen angefangen, das zu spielen, deswegen habe ich da ein bisschen was geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche bei diesem tollen Spiel wieder. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächste Woche. Tschüss!